Nun wollen wir heute Abend wieder in der Offenbarung fortfahren. Kapitel 2, Vers 1, dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht tragen kannst. Und hast versucht, die, so das sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner erfunden und verträgst und hast Geduld und um meines Namens willen arbeitest du und bist nicht müde geworden. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Gedenke, wovon du gefallen bist und tu Buße und tue die ersten Werke, wo aber nicht, werde ich dir bald kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wo du nicht Buße tust. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Holz des Lebens, das im Paradies Gottes ist. Und dem Engel der Gemeinde zu Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich weiß deine Werke und deine Trübsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die das sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind des Satans Schule. Fürchte dich vor der keinem, dass du leiden wirst. Sehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr versucht werdet, und werdet Trübsal haben 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen Tod. Und dem Engel der Gemeinde zu Pergamus schreibe, das sagt der, der hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da des Satanas Stuhl ist. Und hältst an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet ist, da der Satan wohnt. Aber ich habe ein kleines wider dich, dass du das selbst hast, die an der Lehre Biliams halten, welcher lehrte dem Balak ein Ärgernis aufrichten vor den Kindern Israel, zu essen Götzenopfer und Hurerei zu treiben. Also hast du auch, die an der Lehre den Nikolaiten halten, das hasse ich. Tue Buße, wo aber nicht, so werde ich dir bald kommen und mit ihnen kriegen durch das Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein und auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, denn der ihn empfängt. Geliebter Herr, hier redest du. Hier redet kein Mensch, hier redet auch kein Apostel, sondern du selber. Und ich möchte dich so herzlich bitten, schenk uns die Gnade, dass wir uns in unserem Glaubensleben nie etwas selber vormachen, sondern dass wir uns daran gewöhnen, deine Stimme zu hören und allein deine Stimme. Bewahr uns vor Täuschung, vor Selbsttäuschung, vor Fremdtäuschung. Bewahr uns, Herr, vor Frömmelei, vor Heuchelei. Und lass uns echt sein und wahr, und dass das zweischneidige Schwert kräftig wirkt in unser aller Leben und Herzen. Und zwar bis du kommst. Wir danken dir. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wie eben im Gebet schon zum Ausdruck gebracht, haben wir es bei den Sendschreiben mit dem Wort des Herrn selber zu tun. Bitte, wir haben das in der ganzen Heiligen Schrift, das ist klar. Hier redet immer der Geist Gottes. Aber es hat dem Herrn gefallen, hier in den Sendschreiben nun direkt als Herr aller Herren und König aller Könige das Wort zu ergreifen, wenn es darum geht,
das jetzt in die einzelnen Gemeinden hineingesprochen wird. Wir haben es also mit dem Haupt zu tun, das jetzt Wichtigste sagt für die lokale Gemeinde, von Ephesus bis Laodicea. Und das ist mir heute Abend zuerst sehr wichtig, dass wir verstehen, hier redet unser Herr, hier redet unser Haupt und er sagt, wie er die Gemeinde sieht. Und Gott gebe durch unser ganzes Leben hindurch, dass wir uns nie betören lassen von irgendwelchen Meinungen, die die Menschen haben über uns, auch nie betören lassen von Lobhudeleien, nie betören lassen von irgendwelchen Sticheleien, sondern dass wir täglich neu hinhören können, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und ob dann 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so möchte ich sagen, Herr, sei so gut, dass ich deine Stimme höre. Und lass mich sie unterscheiden von allen. Nicht um eigene Zwecke und Ziele zu verfolgen, das gibt es auch in der Gemeinde. Da gibt es Menschen, die sagen, mir hat der liebe Gott gesagt. Und dann gehen sie mit dem Kopf durch die Wand. Und jeder merkt, das ist fleischlich und hat mit Gott und Jesus gar nichts zu tun. Das meine ich nicht. Sondern dass wir lernen, durch die Gnade Gottes zu unterscheiden. Und der Herr kann das von uns erwarten, wenn wir sagen, wir sind bekehrt und wiedergeboren. Weil dann wohnt er ja in uns. Und das ist manchmal eine langwierige Schule, in die Gott uns hineinnimmt. Aber der Herr Jesus hat ja gesagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und deshalb ist es hier das Besondere, der Herr aller Herren redet. Und er kennt die Gemeinde allein, wie sie wirklich ist. Darum wollen wir uns immer den Dienst tun, Geschwister, hinzuhören, Herr, was sagst du? Denn jetzt haben wir ja das Zeugnis zum Beispiel der ersten Gemeinde hier in Ephesus gehört. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich das, was der Herr selber sagt zur Gemeinde von Ephesus, wenn ich das so vor mir stehen habe, dann würde ich auch sagen, in diese Gemeinde möchte ich gehen. Und mit Recht. Mit Recht. Denn es wird so viel Gutes gesagt. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und du hast Unterscheidungsvermögen. Und das ist ja heute kaum mehr der Fall bei vielen. Man lässt ja irgendwelche Prediger, die es verstehen, die Gemeinde zu begeistern, die lässt man hereinkommen. Man hat Methoden entwickelt, auch in den Gemeinden, um gewisse Ziele erreichen zu können. Und hat gar nicht gemerkt, dass die Methoden nicht vom Geiste Gottes sind. Sondern die sind vielleicht vom Management oder sonst irgendwoher. Und da bewahre uns Gott, Geschwister. Denn Gott musste mich vor Jahren auch tief in die Buße führen, mich selber, weil ich mich über mich selber getäuscht hatte. Und wenn man das einmal erlebt hat, Geschwister, wird man sehr sensibel. Und man möchte diese Täuschung nicht mehr erleben. Deshalb bitte, lasst uns einander nie betrügen, wenn auch durch die kirchlichen Medien vieles verbreitet wird, wo gesagt wird, ja, das ist nun evangelikal oder hier ist es pietistisch oder was für Begriffe auch gebraucht werden, um irgendwelche Vorstellungen zum Ausdruck zu bringen. Geschwister, ich liebe das gar nicht, wenn in diesen Kategorien gesprochen wird. Weil ich möchte immer hören, was sagst du? In dieser Gemeinde war sehr, sehr viel Gutes. Und wie gesagt, ich wäre in dieser Gemeinde gewesen. Denn sie konnte unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge.
Sie hat sich nicht von der Ökumene, sprich Nikolaiten, beeinflussen lassen. Und das sind sehr, sehr gute Dinge, die wir ja nicht übergehen wollen, wo der Herr selber sagt, es ist in Ordnung, es ist gut, gar nichts einzuwenden. Aber dann kommt plötzlich, aber ich habe wider dich. Und ich denke, wenn wir in der Gemeinde zu Ephesus gewesen wären und wären Mitglied gewesen, wir hätten nur allen anderen erzählt, in die Gemeinde musst du gehen. Da wird das Wort Gottes noch ganz klar gepredigt. Seine vorbildliche Gemeinde. Und mit Recht. Aber jetzt sehen wir den Unterschied zwischen unserer Beurteilung und der Beurteilung des Hauptes. Und Gott erzieht seine Kinder, nicht einfach auf Menschenmeinung zu hören, und zwar nicht, um sich selber irgendwo vorzudrängen. Aufgepasst immer an dieser Stelle. Denn da will gleich der Teufel mitmischen. Um das geht es nicht. Sondern er erzieht uns in kindlicher Einfalt hinzuhören. Um immer wieder neu unterscheiden zu können. Herr, das ist jetzt deine Stimme und das ist eine fremde Stimme. Denn das ist heute gar nicht leicht. Denn es kann sein, es reden beide die gleiche Predigt. Das gibt es heute, Geschwister, die könnt ihr abschreiben. Die Predigt ist wunderbar. Aber was danach kommt oftmals, das können wir nicht unterschreiben. Und deshalb leben wir in einer Zeit, wo die Verführung so groß ist, dass wir sagen möchten, aber bitte nur menschlich gesprochen, wer kann da heute noch wissen, was richtig ist? Aber hab keine Angst. Hab keine Angst. Und wenn es nochmal tausend so viele Sekten gibt, wie es heute gibt, hab keine Angst. Es bleibt bestehen, dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Hast du ein aufrichtiges Herz? Ist es wahr? Der Herr lässt dir es gelingen. Aber nun, wenn wir hören, aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest, müssen wir wirklich fragen, ja, was ist das denn? Die erste Liebe. Und da muss ich darauf hinweisen, es handelt sich bei der ersten Liebe nicht um ein Gefühl. Wenn bei uns heute von Liebe die Rede ist, dann auch in den Gemeinden, dann ist man immer in Versuchung, das mit Gefühlen in Verbindung zu bringen. Geschwister, die göttliche Liebe hat nicht zuerst mit Gefühl zu tun. Das kann nachher kommen, durchaus. Und das hören wir dann auch immer wieder in den Zeugnissen, wenn berichtet, als ich mich bekehrt habe, da war ich wie ein Stück im Himmel. Und das glaube ich auch. Aber bitte verstehe, die erste Liebe hat nicht, trotzdem nicht zuerst mit dem Gefühl zu tun. Das ist nur eine Begleiterscheinung. Und ich merke das auch immer wieder, wenn Geschwister kommen, zum Beispiel auch vom Osten, und man predigt ihnen die Wahrheit, dann warten sie immer mit der Bekehrung, bis das Gefühl kommt. Und das ist verkehrt. Ich muss die Wahrheit hören. Und wenn ich die Wahrheit gehört habe und erkenne, es ist die Wahrheit, weil Gott redet und sein Wort im Evangelium, dann sollte das Nächste sein, das will ich. Genau das. Ob ich jetzt ein Gefühl habe danach oder nicht, das ist zweitrangig. Nur, dass wir das gut verstehen. Aber jetzt wollen wir dennoch genau wissen, was ist diese erste Liebe? Denn wir müssen die Sache sehr ernst nehmen. Wirklich ernst. Deshalb steht dieses Sendschreiben auch am Anfang. Weil wir spüren, es ist unserem Herrn wichtig, allen Gläubigen zu sagen, lass dich nie von Frömmelei und von irgendwelchen kirchlichen und gemeindlichen Angeboten beeindrucken, sondern lebe in der ersten Liebe zu Jesus Christus, dem Lamme Gottes. Und wenn du die erste Liebe nicht hast, du hast sie verloren. Und Geschwister, ich durfte es erleben durch die Gnade Gottes, schon in zwei Aussiedlergemeinden, dass verantwortliche Brüder nach der Verkündigung des Evangeliums
ans Mikrofon gegangen sind und haben sich öffentlich gebeugt, dass sie die erste Liebe verloren haben oder dass ihr geistliches Leben nicht mehr ist, wie es sein sollte. Und gesegnet ein Mann. Geschwister, das braucht Mut, das kann ich euch sagen. Wenn da die Gemeinde mit 1000 Leuten sitzt und der Bruder geht nach vorne und beugt sich vor der ganzen Gemeinde. Geschwister, das braucht Mut. Und solche sind gesegnet. Aber jetzt noch einmal, was ist das, diese erste Liebe? Und wir werden das Verständnis eigentlich nur bekommen, wenn wir Jesus anschauen. Und das ist so schön bei den Sendschreibern und das öffnet uns immer das Verständnis des jeweiligen Sendschreibers, wenn wir hören, wie Jesus sich zuerst offenbart. Das geht ja jedem Sendschreiben voraus. Es heißt ja immer, das sagt, ja wer? Ja, der erhöhte Herr. Aber wie stellt er sich vor, aus dem Ganzen, wie er sich in Kapitel 1 geoffenbart hat, wird immer etwas herausgenommen, was für die spezielle Gemeinde Ephesus, Myrna, Pergamus und so weiter wichtig ist. Und was erkennen wir an dieser Stelle? Und das ist so wichtig zum Verständnis der ganzen Sendschreiben. Der Herr möchte den Einzelnen in der Gemeinde immer zuerst vor sich selber stellen. Nicht zuerst vor eine Sache, vor eine Aktivität oder irgendetwas, sondern vor ihn selber. Und das merke ich, das fällt der abendländischen Gemeinde sehr schwer. Da haben sie unsere Brüder, wenn ich schon die Zeugnisse gehört habe aus den Ostländern, Geschwister, da haben die uns viel voraus, das kann ich euch sagen. Da habe ich schon gehört, wenn sie zusammenkommen, um irgendeine Aktivität in Angriff zu nehmen, dann sind die vorher 1 oder 1,5 Stunden im Gebet. Da steht man zuerst vor ihm. Nicht, oh, das Gebet ist noch nicht missioniert, also drauf los. Nicht, nicht so. Nicht so. Sondern zuerst das Stehen vor ihm. Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Und das wünsche ich mir für mich selbst, auch für unsere Gemeinde in Speichingen. Und wo immer der Herr Gelegenheit gibt, um das Wort zu verkündigen, dass wir dieses begriffen hätten. Wenn wir das begriffen haben, Geschwister, ich darf euch sagen, die Gemeinden werden zu Erweckungsgemeinden. Weil sie haben gelernt, vor ihm zu stehen. Nicht vor einer Sache, nicht vor der Gemeinde zuerst, Paragraph 1, Paragraph 2, Sitzung hier, Sitzung dort, sondern vor ihm. Natürlich müssen organisatorische Dinge durchgesprochen werden, das ist selbstverständlich. Aber meistens ist das dasjenige, was die Gemeinden mobilisiert. Aber nicht das Stehen vor ihm. Und noch einmal, möge der Herr uns Gnade geben, dass wir dieses lernen. Und deshalb noch einmal in Vers 1, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Also 2 Dinge, das Johannes vorausgehend schon gesehen hat und das er ja in Kapitel 1 beschreibt, ihr erinnert euch an gestern Abend, nicht wahr? Da hat ja Johannes den Erhöhten gesehen, mitten unter den 7 goldenen Leuchtern und wie die 7 Sterne in seiner rechten Hand waren. Und 2 Aspekte, 2 Merkmale aus dieser Begegnung mit dem erhöhten Herrn greift der Herr jetzt heraus, für die Gemeinde zu Ephesus. Weil dadurch, dass sie jetzt in diesen beiden Teilen ihren Herrn anschauen sollen, hat er eine Botschaft für sie, um in der ersten Liebe zu leben. Und das erste ist, der erhält die 7 Sterne in seiner Rechten. Wie war das gestern Abend?
Hast du es vielleicht vor dem Schlafengehen nochmal durchgelesen oder vielleicht sogar durchgebetet? Da hat es geheißen, ich wiederhole aus Kapitel 1, Vers 15b, und seine Stimme wie großes Wasser rauschen, und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Wenn also der Herr redet und sagt, du bist aus der ersten Liebe gefallen, oder du fällst gerade oder verlässt die erste Liebe, dann schau ihn in diesem Zusammenhang an. Was fällt uns hier auf? Wenn ich in der rechten Hand des Erhöhten bin, bin ich ganz nahe bei ihm. Und nimm nun mal das Beispiel, das ich hier gebe, rein visuell. Dann leben sie also ganz in der engsten Gemeinschaft mit ihm, sind organisch mit ihm verbunden. Und der Mund von Jesus ist ganz nahe gegenüber diesen 7 Sternen. Also was geschieht beständig? Sie stehen beständig unter der Einflussnahme Jesu. Und sein Wort sollte, aber das war hier nicht mehr, sein Wort sollte die stärkste Stimme sein für die Gemeinde von Ephesus. Und zuerst eben für diesen Engel der Gemeinde, ich werde nachher noch was dazu sagen. Geschwister, haben wir das heute Abend verstanden? Ist mir ganz wichtig. Was ist also erste Liebe zu Jesus? Dass seine Stimme absoluten Vorrang hat in unserem Leben. Geschwister, ist ja auch im zwischenmenschlichen Bereich so. Wenn 2 verliebt sind, dann läuft oft das Telefon heiß. Ja, warum? Ha, die haben sich so viel zu erzählen. Ja, warum denn? Ja, man liebt die Stimme des anderen. Man braucht die nicht mal zu sehen, aber man hört es. Oder kommt ein Brief von der oder von ihr oder von ihm. Ach, welch ein Glück, nicht wahr? Ja, warum? Man liebt es. Deshalb ist die Frage, wie ist dein Verhältnis zum Worte Gottes? Ist dir dieses Buch das Liebste? Dann darf ich sagen, der Herr taucht dich hinein in seine erste Liebe. Du lebst in der ersten Liebe. Und wenn das nicht der Fall ist, bitte sei immer ganz ehrlich, du brauchst nie heucheln und so tun, als würdest du die Bibel lieben. Sag ruhig ganz offen, wenn dir die Bibel nichts sagt oder wenn du keine Beziehung hast zum Wort Gottes, gesteh dir das ein. Das ist immer der erste Schritt, um zur ersten Liebe zu kommen. Aber dann bitte den Herrn, Herr, du weißt, ich verstehe, dein Wort ist das Allerwichtigste, aber ich habe noch keine solche Beziehung. Sei so gut, Herr, lass nicht nach, hier hast du mein Leben. Und schenke, dass dieses Buch absoluten Vorrang in meinem Leben hat. Mit allem, was da drin steht. Denn Geschwister, damit, dass wir so vor Gott stehen, erkennt er unsere Liebe zu ihm. Und wie sollte er nicht darauf antworten? Wie sollte er uns dieses Buch nicht zum Wertvollsten machen, sodass wirklich unser Geist durchgewaschen wird von diesem kräftigen, mächtigen Wort Gottes? Wieder eine Parallele zum Alten Testament, ich erzähle sie oft, weil an diesen Dingen werden uns geistliche Zusammenhänge konkret gemacht. Wenn die Propheten geredet haben im Alten Testament, dann haben die nie Vorträge gehalten. Die haben nicht gesagt, so ihr Lieben, jetzt hört mal gut zu, jetzt will ich euch mal etwas über Gott sagen. Nein. Was war denn mit denen passiert? Da fängt das Prophetenbuch an und da heißt es, und das Wort des Herrn geschah zum Propheten. Nicht Gott flüsterte was ins Ohr und ins Herz. Nein, nein. Oh nein.
Das Wort Gottes war für sie ein Ereignis. Das hat sie in Beschlag genommen vom Kopf bis Fuß. Und deshalb heißt es, das Wort geschah. Es erfüllte sie total. Und wie köstlich ist das, wenn das dem Geist Gottes gelingt mit uns, dass wir uns unser Leben ihm wirklich geweiht haben, dass er es uns so erfüllen kann mit dem Allerbesten. Und Geschwister, bitte beachtet immer, dann ist das keine Begeisterung. Denn ich liebe schon das Wort gar nicht. Sondern es ist das, dass das Wort zur Kraft geworden ist, in denen, die das Wort lieben. Und dem, der es gegeben und gesprochen hat. Und wenn wir so nahe sind wie die 7 Sterne in der rechten Hand des Erhöhten, wo sein Wort immer sie trifft und wo sie in der beständigen Beeinflussung stehen, da leben sie in der allmächtigen Hand Gottes, in seiner Rechten. Das ist die Hand der Kraft Gottes. Da ist Vollmacht. Und das möchte uns der Herr schenken. Und das Zweite, und deshalb habe ich den Zusammenhang gelesen, aus seinem Munde geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Darf ich fragen heute Abend, wie geht es dir, wenn du kritisiert wirst? Wie reagierst du? Empfindlich? Oder bist du bereit? Wie geht es dir, wenn das Wort Gottes dich schockiert, weil es Sünde aufdeckt? Schlägst du dagegen aus? Oder gehst du in dich, sagst Herr, das stimmt. Ich bin so ein Lump. Du hast recht. Und schau, ich will dir versuchen zu helfen, wenn wir zu diesem Wort unseres Gottes, wo er es gebraucht als zweischneidiges, scharfes Schwert, wenn wir uns dazu stellen, werden wir gesegnet. Aber wenn wir darüber zur Tagesordnung übergehen, wir sagen, oh, wie dieser Tage schon erwähnt, sie sind ja allzumal Sünder, nicht wahr? Ach, wär doch bloß nicht extrem, nicht wahr? Die machen das ja alle auch so. Ach, es wird überall nur mit Wasser gekocht und so weiter. Was die Reden dann auch hin und her sind. Du, dann geht das Wort wirklich an dir vorbei. Es riecht ja dann dir gar nichts aus. Aber du musst eines wissen, du kannst geistlich auch nicht vorwärts kommen. Geht nicht. Versteh doch heute Abend bitte, dass allein aufgrund der Tatsache, dass der Herr sagt, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassest, sagt er, tu Buße. Es würde doch mir gar nicht in den Sinn kommen zu sagen an dieser Stelle, tu Buße. Da denken wir nur, ja, wenn das ein Alkoholiker ist oder ein Hurer oder ein Dieb, die sollen Buße tun, aber ich. Ich war in einer Gemeinde und ich habe die Menschen aufgerufen zur Entscheidung. Und da kamen Älteste nach vorne. Danach hörte ich, es sind nicht alle Älteste gekommen, dass die anderen Älteste nachher ihre Kritik angemeldet haben. Tut mir ja leid. Die haben gesagt, ja, was ist denn da passiert in der Gemeinde, nicht wahr? Sind denn die Ältesten noch gar nicht bekehrt? Oh, wie schade. Man hat nie verstanden, was es heißt, erkannt zu haben, dass man von der ersten Liebe gewichen ist und jetzt Buße tut darüber. Und verstehe, von den insgesamt 8-mal Buße in den 7 Sendschreiben steht 2-mal Buße schon im 1. Sendschreiben. Darfst du nie vergessen. In Gottes Augen ist es schrecklich, wenn solche, die sagen, sie sind wiedergeboren, nicht in der ersten Liebe leben. Das ist in Gottes Augen schrecklich. Was sagt denn der Herr anschließend? Wenn du nicht Buße tust, du kannst so bleiben, wie du bist. Aber wenn du nicht Buße tust, die Erweckung ist weg.
Ihr werdet weiterhin Gottesdienst halten, ihr werdet weiterhin Gebetsstunde halten, ihr werdet weiterhin im Chor singen, ihr werdet weiterhin Ausflüge machen, ihr werdet eure Seniorenkreise haben, alles werdet ihr haben, aber keine erste Liebe mehr. Keine Erweckung. Aus. Vorbei. Und Geschwister, die Gefahr ist heute an dieser Stelle, weil man das spürt in den Gemeinden, dass man das versucht, mit psychologischen Hilfsmitteln zu kompensieren. Man weiß schon, mit gewissen psychologischen Tricks die Gemeinde in Wallung zu bringen. Geschwister, da möchte ich nicht mitmachen. Denn der Herr möchte nicht, dass wir über Gefühle einfach sagen können, so, jetzt ist mir's wohl in der Gemeinde. Nein, nein, nicht so. Sondern Befreiung erlebt ein Mensch, wenn er sich erkannt hat im Lichte Gottes und sagt, jawohl, das stimmt. Aber Herr, ich will umkehren. Bitte vergib mir. Und wie ist das schön, Geschwister, wenn man hören darf, dass ein Mensch sagt, jetzt bin ich 30 Jahre gelaufen für Gott. Aber ich habe keine Frucht gewirkt für Gott. Wie ist das schön, wenn die Erkenntnis kommt und man sich dazu stellt. Denn glaubt mir, viele, die spüren das, aber die stellen sich nicht dazu. Und deshalb kann der Herr keine Korrektur geben. Es wird nichts neu. Es läuft, wie gesagt, alles weiter. Alle Aktivitäten laufen weiter in der Gemeinde. Von außen her merkst du überhaupt nichts. Im Gegenteil, wenn da Menschen von anderen Gemeinden kommen, wo kein klares Wort verkündigt wird, wo es nicht nach der Schrift geht, kommen die sagen, hier wird noch das wunderbare Wort Gottes verkündigt. Aber das heißt noch nicht, dass Buße geschieht. Immer aufgepasst, Geschwister. Und lassen wir uns da nie verführen. Nie. Der Herr sagt, wo aber du keine Buße tust, werde ich dir bald kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte. Und jetzt die Wiederholung. Wo du nicht Buße tust. Und darum bin ich Gott dankbar, wenn er Herzen berührt in diesen Tagen, die dieses erkannt haben an sich und sagen, das ist wahr. Das stimmt bei mir. Und dann sogar, wie ich es erlebt habe, in diesen Gemeinden heraustreten, öffentlich. Ich sage, stimmt. Herr, vergib mir. Und darum noch einmal steht dieses erste Sinnschreiben wirklich an erster Stelle. Und das soll immer zu uns reden. Und man sollte eigentlich die Sendschreiben jedes Jahr in der Gemeinde verkündigen. Ich wünschte mir heute Stellen an verschiedenen Orten, wie ich es auch sagte, im Blick auf die ganze Offenbarung, dass sie eigentlich in jeder Stadt das ganze Jahr hindurch gepredigt gehört. So wünsche ich mir auch, dass im Grunde in den Gemeinden jedes Jahr die Sendschreiben durchgepredigt werden. Damit der Herr, der Erhöhte, seine Ziele mit der Gemeinde erreichen kann. Denn er will's. Das Schöne ist ja, der Herr deckt auf und wenn ich mich dazu stelle, vergibt er, er reinigt und füllt. Und das Zweite, was ebenfalls zur ersten Liebe gehört, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Wir haben gesagt, das eine ist, dass die Gemeinde, das heißt der Einzelne in der Gemeinde, die Stimme des Herrn als das Lauteste hört. Und dass die Stimme des Herrn, das heißt sein Wort, immer scheidet. Unechtes vom Echten. Und wandeln mitten unter den 7 goldenen Leuchtern bedeutet, dass, wie schon am Anfang erwähnt, wir mit dem Herrn wandeln, nicht in eigener Regie, nicht eigene Programme auf die Beine stellen,
sondern mit ihm gehen, mit ihm Schritt halten. Das ist nach dem Zeugnis des ersten Sendschreibens die erste Liebe zu Jesus. Und jetzt kann sich jeder heute Abend prüfen, ob er in dieser ersten Liebe zu Jesus steht oder nicht. Und wenn nicht, oh, ich bitte dich, verlass Haus Felsengrund nicht. Ich bitte dich, denn der Herr will sie dir geben. Das ist das Schöne. Wenn wir doch könnten in sein Herz hineinschauen, wie es brennt, um uns mit seiner Liebe durch die beständige Gemeinschaft mit seinem Wort und mit ihm im Gebet, um uns das zu geben und uns darin lebendig zu erhalten. Nun noch etwas zu dem, das es am Anfang geheißen hat, dem Engel der Gemeinde zu Ephesus. Alle Sendschreiben beginnen ja so. Und es ist etwas Eigenartiges, dass es hier nicht heißt, dem Ältesten. Wir können annehmen, es hat den Ältesten betroffen. Oder vielleicht den Boten, der von Johannes die Offenbarung abgeholt hat und sie dann mit nach Hause genommen in die Gemeinde. Und ich muss jetzt nebenbei bemerkt, ich muss sagen, ich wäre eigentlich gerne dabei gewesen, wenn in der jeweiligen Gemeinde die Sendschreiben vorgelesen wurden. Da hätte ich gerne, wie auch heute Abend, die Gesichter angeschaut. Und da hätte mich noch etwas interessiert. Da hätte mich interessiert, was wäre jetzt die praktische Konsequenz gewesen in der Gemeinde, nachdem sie gehört haben, wie Jesus über sie denkt. Nicht einmal nur ein Apostel, obwohl wir den Aposteln gar nicht ihre Autorität absprechen, aber hier redet das erhöhte Haupt und nimmt Stellung zur Gemeinde. Da hätte ich gerne geschaut, was anschließend passiert ist. Und Geschwister, da geht es mir wieder, wie ich es dieser Tage wohl schon wiederholt gesagt habe, da wäre es das Beste gewesen, man wäre nachher auf seine Knie gegangen. Und ich habe das einmal erlebt in einer Gemeinde, nachdem aufgerufen war zur Entscheidung, und es kamen viele nach vorne, unerwartet viele. Und da muss ich sagen, da bin ich dann in Verlegenheit gekommen in meinem Inneren, weil da gab es keine Seelsorgehelfer, ich war der Einzige. Und da musste ich sofort natürlich beten in meinem Inneren um Leitung des Geistes, weil ich muss ja etwas tun mit den Menschen, die nach vorne kommen. Und da waren wir dann so geführt vom Herrn, ins Untergeschoss zu gehen, in einen separaten Raum, nur mit denen, die nach vorne gekommen waren. Und dann habe ich etwas erlebt, habe ich nie erlebt davor. Dann gingen wir in einem großen Kreis alle auf die Knie. Und dann sind Tränen geflossen. Aber auch von Männern. Und dann wurde Sünde bekannt. Ich muss sagen, da ist mir es fast ganz anders geworden. Weil ich bin gewohnt, dass man Sünde unter vier Augen bekennt. Und dazu stehe ich auch bis heute. Aber ich erlaubte es mir nicht, den Heiligen Geist zu unterbrechen. Das konnte ich nicht. Ich habe nur, nachdem alles fertig war, was da gebetet wurde, habe ich gesagt zu denen, die da sind, was hier gesprochen wurde, darf den Raum nicht verlassen. Aber so wünsche ich mir's, Geschwister, dass doch der Herr könnte in der Zukunft wirken. Denn wer sich so zu ihm bekennt, wie sollte er sich nicht vor dem Vater auch zu ihm bekennen? Denn solches aufrichtiges Heraustreten und sich zu seiner Schwachheit zu stellen, das hat wunderbare Folgen. Nun zurück zum Engel. Wir können uns fragen, warum bezeichnet der Herr diese Boten oder Ältesten oder wer es auch immer war, warum bezeichnet er sie als Engel? Gewöhnlich sprechen wir von Engeln nur von Geistwesen, die aus der Himmelswelt kommen.
Aber hier wird ja ein Bote von dieser Erde, ein Glied der Gemeinde so genannt. Nun, ich weiß für mich keine andere Erklärung, als dass uns hier der Herr zur einen Seite hin die große Verantwortung vor Augen stellen will. Er will sagen, wenn du zu einer Gemeinde gehörst, die sich Gemeinde Jesu Christi nennt, solltest du ein Engel Gottes sein. Ein Bote Gottes. Und es geht ja hier in der Offenbarung um das Ziel. Und da zeigt uns, so verstehe ich's, der Herr, es gibt Boten im himmlischen Reich Gottes und es gibt Boten im irdischen Reich Gottes. Und weil wir Jesus angehören, gehört beides zusammen. Wir haben es gehört dieser Tage aufgrund von Epheser 1, Vers 9 und 10. Denn in Jesus ist beides zusammengefasst. Und das soll uns die große Verantwortung zeigen, die wir haben. Und jetzt kannst du dich wieder selber prüfen. Verhältst du dich? Ich betone es jetzt mal überspitzt, nur damit du es verstehst. Nicht, dass ich das in Zukunft so gebrauchen möchte, aber nur um des Verständnisses willen. Verstehst du dich als Engel Gottes in den Gemeinden, in deiner Gemeinde? Noch einmal, du hast mich recht verstanden, es geht mir nur darum, dass du deine Verantwortung erkennst. Lebst du als ein Engel Gottes in deiner Gemeinde? Und möge Gott wirken durch sein Wort und durch seinen Geist, dass wir diese allerhöchste Verantwortung, die wir haben als Kinder Gottes, dass wir sie begreifen. Und dass darüber hinaus, wenn wir es verstanden haben, ein echter Aufschrei kommt: Herr, ich habe erkannt, ich lebe nicht in der ersten Liebe. Ich liebe alles Mögliche in dieser Welt als Kind Gottes. Ich trinke immer noch kräftig vom Wein der Welt. Bitte, es geht jetzt nicht um Alkohol, du hast mich recht verstanden, sondern um das Hohelied Kapitel 1. Und dazu kommen wir ja zusammen, dass Gott uns zeigen kann, wer er ist und welches unsere Berufung ist. Und wenn wir das in einfältigster Weise verstanden und angenommen haben und uns auch gebeugt, wo der Geist Gottes Sünde aufdeckt und Weltliebe und alles Mögliche, wenn er das erreichen kann, Geschwister, dann gehst du erweckt von diesem Ort weg. Und dann spielst du nachher nicht Theater. Nicht, jetzt war ich noch aus Felsengrund, habe ich viel Schönes gehört, jetzt muss ich auch so leben. Bitte nicht so. Sondern weil du Buße getan hast und hast dich gestellt zu deinem Versagen, erfüllt er dich mit sich selbst, mit dem Allerbesten. Und das will er ja erreichen. Buße bedeutet Sinnesänderung, Umkehr, ganz bewusst. Und das hat nichts mit Frömmelei oder irgendwelchen äußeren Dingen zu tun, sondern: Herr, ich bin mir im Klaren, es stimmt nicht, aber hier bin ich. Ich danke dir, dass du bereit bist, mein Leben für dich zu verändern. Und das möge Gott geben, zu seiner Ehre und zur Verherrlichung seines Namens. Und das doch noch möchten Seelen durch uns gerettet werden, Geschwister. Amen.